So, bei mir steht jetzt der Mann des Spiels, Dennis Heinrich. Ihr habt gerade mit Ascheberg 2:0 gegen Davensberg gewonnen. Derby-Sieger und 3 wichtige Punkte im Abstiegskampf. Kann der Montag besser sein? Nee, kann nicht besser sein. So ein Derby-Sieg über Ostern ist immer was Schönes. Vor allem die Punkte unten drin im Abstiegskampf heute, die waren wichtig. Ja, jetzt sind wir 4 Punkte über den Strich erstmal. Wir müssen die nächsten Wochen so angehen, dass wir wieder 3 Punkte holen. Und dann, denke ich, wird das auch schon wieder. Ich hatte das Gefühl, die erste Halbzeit ging an euch. Ihr hattet mehr vom Spiel, habt eigentlich so gut wie keine Torchance zugelassen. In der zweiten Halbzeit ist Davensberg dann spielerisch auch stärker geworden. War das so? Ja, das stimmt schon. Ich denke mal, zweite Halbzeit hat die Kraft ein bisschen nachgelassen. Wir haben erste Halbzeit versucht, Dampf zu machen, Davensberg unter Druck zu setzen, zu Fehler zu zwingen. Das ist uns eigentlich auch gelungen. Leider haben wir nur ein Tor gemacht. Ich finde auch, dass wir da noch eins hätten mehr machen können in der ersten Halbzeit. Aber so, am Ende hat es sich ja ausgezahlt. Mit 2 Toren reicht. Und ja, wir sind alle ganz froh, dass es so gekommen ist, dass wir 3 Punkte haben. Hätte man in der zweiten Halbzeit vielleicht die Konter auch schon ein bisschen eher besser ausspielen müssen, damit man den Sack eher zumacht? Ja klar, wir sind dreimal aufs Tor zugelaufen. Hätten da die Entscheidung eigentlich schon machen können. Haben es nicht gemacht. Haben es ein bisschen spannend gemacht bis zum 90. Und ja, dann haben wir das zweite Ding gemacht. Ich freue mich für die Mannschaft, ehrlich gesagt, dass wir heute hier 3 Punkte geholt haben. Und so muss das die letzte Spiele auch angehen, dass wir dann in der Liga bleiben. Alles klar, dann wünsche ich dafür viel Erfolg. Dankeschön.